Was geht ab, YouTube? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Ehrgeiz RP. Ich muss das Intro nur leider so machen, weil ich im Stream nicht geschalten habe, dass es jetzt vielleicht nochmal spannend werden könnte. In diesem Sinne wünsche ich euch natürlich viel Spaß im Video. Hallo? Larissa? Ja. Wo bist du? Ja, auf dem Weg nach oben. Wo bist du? Ich bin jetzt gerade oben am Camp. Ist euch Sophia entgegengekommen? Nee, die war ursprünglich bei uns und ist von da aus wohl weitergefahren. Ich wollte sie eben anrufen, da war besetzt. Ja, weil sie hatte mich ja angerufen, weil irgendwie hat sie von unserem Camp aus gerade ein Zombie-Losrennen sehen. Von unserem Camp aus ein Zombie-Rennen sehen? Ja. Was? Und ist nach unten den ganzen Berg wieder runtergeradelt. Ich weiß jetzt nicht wo. Oh Gott. Zombie, Zombie, Zombie. Was? Warte. Oh. Zombie, 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 Zombie. Na, auf dem Berg, auf dem Berg. Kurz vorm Camp. Okay, scheiße, ich bin im Camp. Was soll ich tun? Was soll ich tun? Ist weg. Hau ab, ist weg. Jesus Christ, why are you doing this to me? Gott, hilf. Ah! Ich darf nicht so laut sein, es ist zu spät. Wo ist Tom? 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 Tot. Vielleicht tot. Oh oh. Das ist nicht in Worte zu fassen. Larissa, wo bist du? Unten. Auf Weg nach unten. Ja, komm wieder hoch. Wir warten hier oben. Es sind aber Zombies auf dem Weg. Ja, nee, nee, wir sind jetzt hier gerade auf dem Weg. Hä? Ohne Zombies. Kommt wieder hoch. Ich bin allein. Dann kommt wieder hoch. Wo ist Tom? Bitte? Wo ist Tom? Wieso? Der war hinter mir. Keine Ahnung, wo der ist. Cool. Wo seid ihr denn? Jetzt Ryan. Nein? Ja. Hieß der nicht Tom? Keine Ahnung, der Typ halt. Wo seid ihr? Warte, Sophie Black muss gerade so ein. Kommt mir doch mal einer entgegen. Ich ja, ich bin komm allein. Dir entgegen, warte. Ich komm dir entgegen, ich lege auf, ja? Ja. Warum legen die immer auf? Was ist mit denen? Ein Mensch? Ein Mensch. Ja, ein Mensch. Ich bin's. So. Am besten ab ins Camp. Ja. Und irgendwie verschanzen im. Also wir sollten definitiv irgendwie aus dem Camp verschwinden in was ja. Festes. Ja. Glaubst du mir ja. jetzt, dass es hier Zombies gibt? Ja. Okay. Ich dachte nämlich, der Zombie hat mir gepfiffen und ich sagte Hallo und auf einmal rennt er auf mich zu. Es hat mich angeatmet. Oh Gott, es hat mich gerade was am Bein angekrabbelt. Aber ich glaube, es hat sich nur so angefühlt. Oh, schreit doch nicht. Oh Gott. Da unten ist auf jeden Fall nichts. Können wir ins Camp bitte? Da haben wir einen besseren Überblick. Und ja, definitiv ins Camp. Der Zombie wird da schon warten. Das vielleicht nicht unbedingt. Können wir nicht die Tür zumachen? Aber zu viert, der wird uns schon nichts tun. Hahaha. Kann der Zombie zählen? Ich weiß es nicht. Nicht unbedingt. Was ist denn eigentlich mit Käse? Ich weiß es nicht. Nicht, dass der Zombie ihn erwischt hat. Ich will auch mal ein Zombie spielen, Alter. Ah, da ist der Käse. Oh Gott sei Dank. Herr Käse. Zombie. Gott, ich dachte gerade. Junge, Junge, Junge. Lass uns mal die Fahrräder aufräumen. Ich möchte nirgends mehr hinfahren. Nee.
jetzt rennt der wieder weg. Der will das trotzdem machen. Wer denn? Der Herr Kees, der geht immer auch allein auf Erkundungstour, das finde ich nicht so toll. Oh Gott. Ja, aber wenn ihr jetzt das Tor zu machen möchte, alleine und der Zombie kommt? Gibt's eine Möglichkeit? Nee, sieht nicht so aus. Ich würde mich ja schon etwas sicherer fühlen, wenn sie das Tor zu bekommen würden. Wir haben einen Wachturm. Wir haben ums ganze Camp rum Wachtürme. Ja. Keine Ahnung, ich bin nur von dem Wasserturm gefallen und seither weiß ich auch nicht. Sag mal, wo waren denn die Taschenlampen? Die Taschenlampe ist nur zu schwer, ich krieg die nicht mit. Gibt's da noch welche? Wo ist denn jetzt eigentlich der Tom? Wir wollten doch nach dem Tom gucken. Nicht wo. Wisst ihr, wo es die Taschenlampen gibt? Nein, keine Ahnung. Aber ich mache mir gerade mehr Sorgen um den Tom. Hat den schon wieder jeder vergessen, vor lauter Zombie? Nee, aber... Ich habe den vorhin angerufen, das Handy war aus. Habt ihr hier nicht irgendwie ein Lager oder was? Überlebende gegeben? Was machen wir denn jetzt? Bleiben wir einfach hier? Also dauerhaft nicht mehr. Ich würde sagen, wir versuchen heute noch ein bisschen runterzukommen, ja? Ja. Und dafür können wir uns morgen Gedanken machen, ein bisschen gucken, dass wir vielleicht unsere Sachen packen und runterkommen? Ja, also beruhigen, Sophie. Ja. Wie denn? Ja, was essen in Ruhe vielleicht, ein bisschen hinlegen. Ja, hier drin wird schon nichts mehr sein. Ja, ich habe jetzt ein Tor zugemacht. Tom fehlt immer noch. Ich kann doch heute Nacht nicht schlafen, wenn vielleicht ich nicht weiß, was mit Tom passiert ist. Vielleicht hat sich Tom schon ins Zelt gelegt. Ja, aber er hat uns bestimmt Bescheid gegeben, weil er sagte, er wollte im Camp gucken, ob hier noch andere sind. Und auf einmal ist er nicht mehr erreichbar. Vielleicht ist er ja diesem Zombie hier vom Camp in die Hände gelaufen. Aber vielleicht hat er sich auch einfach gedacht, okay, es scheint ruhig zu sein. Ich schaue mich einfach mal hin und versuche das. Ja, dann hätte er doch uns einfach Bescheid geben können. Hier ist ruhig, der Dödel. Mit Sicherheit, Sophie, aber es hätte auch so vieles heute nicht passieren müssen oder passieren sollen. Oh, jetzt mache ich mir so lange Sorgen. Ich kann bestimmt nicht schlafen. Larissa, darf ich halt bei dir im Zelt schlafen? Ja, bitte. Okay. Leute, wir müssen auf jeden Fall gucken, wie wir es machen. Ne, wir sollten uns vielleicht wirklich etwas, eine festere Bleibe suchen. Ja. Ich habe mal was auf die App geschrieben, dass die anderen Bescheid wissen. Dass wir uns auf die Suche machen nach einer neuen Dach über die Kopf, ne? Mhm. Auf jeden Fall. Man muss immer auf diesen Papierflieger klicken, um das zu aktualisieren. Auf jeden Fall muss man halt wirklich sehen, dass wir so ein Gebäude finden, wo wir alles gut im Blick haben. Ja, wo man auch vielleicht einen Balkon oder so hat, ne? Richtig. Also sie haben bei dieser App, haben sie ganz oben links haben sie so eine Symbol. Wenn sie da drauf drücken, dann macht sich hier aktualisieren, ne? Okay. Und das andere ist wahrscheinlich zum Auslaufen. Ich habe eben geschrieben, ich empfehle nach wie vor das Farmhaus, weil das ist echt, Leute, das hat Balkons, ich glaube 3 Stück und da hat jeder von uns Platz und sogar noch ein bisschen Privatsphäre. Ja, vielleicht sollten wir gucken, dass wir da morgen vielleicht mal auskundschaften. Ja. Also ich kann euch zeigen, wo das ist. Das ist, wenn man hier runterfährt auch, ne, da geht doch rechts dann so ein Tunnel. Ja. Und da einfach dem Weg folgen. Wir waren da schon mal, Kees, du warst dabei. Ja. Und der Tom und der Schlomo. Aha. Das sind wir über... Wer ist denn der Schlomo? Den kenne ich noch gar nicht. Oh, der Herr Rosenbaum, den werden sie mögen. Ja, ist das Rosenkohl, ganz spannend. Der Herr Rosenbaum oder Rosenblatt? Was, der Rosenkohl? Der Herr Rosenblatt ist wie jemand anders. Ist wieder jemand anders. Hallo Rico. Und wir haben einen Herr Rosenbaum, einen Herr Rosenblatt. Also alles von der Rose. Da kommt fehlt nur noch eigentlich die Stachel und die Blüte. Also, das klingt alles nicht so rosig. Wir waren da auf jeden Fall, als wir an diesen Feldern waren. Vorher. Wir sind darüber heimgefahren. Und da ist das Farmhaus. Ah, da wo die Weizen auch war. Da waren die Tomaten. Da, wir haben den Weizen gefunden und sind dann zurückgefahren. Da wo wir Schlomo getroffen haben. Ja. Da war hier so in diesem, ich sag mal, Dörfchen.
ist das. Aber wäre nicht verkehrt, ne? Vielleicht erstmal so. Das ist auch nicht weit weg. Wie gesagt, da fährt man einfach hier, wo dieser Tunnel geht, einfach dem Weg folgen, bis die Häuser kommen und dann so auf der linken Seite, aber am Ende des Dorfes ungefähr. Da ist das Farmhaus. Da ist auch nebendran so eine große Scheune. Sind da auch Felder in der Nähe? Ja, ja. Ja gut, das aber vor allem auch die Tomatenfelder. Wäre vielleicht besser, wenn das ein Grundstück wäre, das noch umzäunt wäre. Naja, aber so zur Selbstversorgung wäre das für uns eigentlich ganz gut. Was auf jeden Fall gut ist, da unten sind nicht so viele Bäume, ne? Also wenn man da guckt, so von einem höheren Punkt, da war so eine Silo, da konnte man, glaube ich, auch draufklettern. Ja, und wenn dieser kaputt... Und da kann man, auf jeden Fall kann man da sehr weit gucken, ne? Und wenn da irgendwie irgendwas ist, dann sehen wir das rechtzeitig. Und wir sind alle in einem Haus und können auf uns aufpassen. Es ist nicht jeder vereinzelt irgendwo in seinem Zelt am anderen Ende des Lagers, sondern alle in einem Haus. Also ja, wie gesagt, es ist so viel Platz. Kasper kann auf Häuser klettern, wenn der da irgendwie durch ein Dachfenster dann reinkommt, ja dann gute Nacht. Ja, aber dann können wir ja alle reagieren. Weil aber dieser Kapuzenklaus kann bestimmt auch den Reißverschluss vom Zelt aufmachen. Und das vielleicht einfach. Und so sind wir geballt und er wird halt überrascht von 5 Leuten, wenn er da reingeht. Und es sind halt Mauern um uns rum, wir sind nicht so unwetterabhängig. Können wir nicht alle heute zusammen in einem Zelt schlafen? Es wird zwar ein bisschen kuschelig, aber ich glaube, es ist egal. Ey, mir geht's gerade auch so, dass ich mir wirklich denke, ich will eigentlich nicht so alleine. Ich meine, wir sind zu dritt nebeneinander, aber... Ja, dann kommt, geht ihr alle in ein Zelt und ich werde ein bisschen wacher halten. Ja gut, dann, Herr Kees, dann sagen Sie Bescheid, dann löse ich Sie dann ab und dann wechseln wir halt. Wäre es nicht besser, wenn wir zu zweit Wache halten würden? Ich würde sagen, also wir wechseln uns einfach ab, oder? Dass wir einfach abklatschen, so alle 3 Stunden, dann kann jeder ein bisschen pennen. Genau, so ist es. Wir machen so, der Herr Case läuft mit die erste Runde. Mädels, ihr haut euch in das Zelt, ich halte davor Wache und dann wechseln wir. Ja, bitte. Und genau, wenn was sein soll, ich kann nicht. Ich gehe erstmal da oben auf den Turm und guck von da. Genau. Ja. Ne, da sehe ich am besten. Ja. Okay. Na gut, dann ruht euch mal ein bisschen aus, ne? Und dann sehen wir uns auf jeden Fall spätestens morgen. Okay. Auf jeden Fall. Dann, ich wünsche euch trotzdem eine gute Nacht. Jo. Ich hoffe, ihr könnt alle etwas ruhen. Ja, das kriegen wir schon hin. Mädels, haut euch hin, wir halten hier Wache. Jo. Ja. Aber ja, ich glaube, ich kann nicht schlafen. Komm, wir können ja trotzdem irgendwie... Wir unterhalten uns einfach von Zelt zu Zelt. Ja, na gut. Okay. Dann gute Nacht. Gute Nacht.